Lässt sich mit Atomkraft das Weltklima retten? Es klingt vielleicht paradox, doch in der aktuellen Klimadebatte melden sich die Befürworter der Atomkraft genau damit zu Wort. Ihr sucht eine wirklich grüne Stromproduktion, dann setzt wieder mehr auf Atomkraftwerke. Wenn mit ihnen Strom produziert wird, wird kein Kohlendioxid ausgestoßen. Vergleicht das mal mit den Braunkohlekraftwerken, in denen wird pro Kilowattstunde Strom mehr als 1 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Rückenwind kriegen solche Argumente vom Weltklimarat, einer Institution der UNO. Auch deutsche Kernkraftwerke waren bis 2011 noch am Netz. Mittlerweile sind es nur noch 3. Und auch die werden im Laufe des Jahres abgeschaltet. Das Wichtigste ist ja tatsächlich die Klimaneutralität in der EU. Und weniger CO2, das würde doch schon für die Atomenergie sprechen. Aber auch die EU hat eine Herausforderung, die erstmal richtig toll klingt. Der sogenannte Green Deal. Europa will damit als erster Kontinent überhaupt klimaneutral werden. Und zwar bis 2050. Die Hälfte der CO2-Emissionen soll allerdings schon in 8 Jahren eingespart sein. Also bis 2030. Ziemlich ambitioniert. Wie und mit welcher Energieerzeugung die einzelnen Mitgliedstaaten jetzt turbomäßig CO2 sparen, ist den EU-Staaten übrigens komplett selbst überlassen. Grün wird die Energiewende der Europäischen Union tatsächlich. Die neuesten Pläne der Kommission polarisieren, denn Atomstrom soll als nachhaltig gelten können und gefördert werden. Also die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Oktober letzten Jahres gesagt, dass eine sichere Quelle nötig ist, um die Klimaziele zu erreichen. Damit meint sie unter anderem den Atomstrom. Und die EU-Kommission hat strenge Kriterien auferlegt für den Bau von neuen Meilern, für die Instandhaltung, den Ausbau von Meilern, für den Bau von Atommüllendlagern, die es so in dieser Form in Europa noch gar nicht gibt. Investitionen in Atomkraft sollen unter Auflagen als klimafreundlich anerkannt werden. Unter anderem müssen die Kraftwerke dafür neuesten technischen Standards entsprechen. Denn weltweit könnte sich die nukleare Produktion bis 2050 verdoppeln. Das glaubt jedenfalls die Internationale Atomenergiebehörde. Also genau bis zu dem Jahr, in dem die EU klimaneutral sein will. Kein Zufall? Die meisten EU-Atomländer wie Finnland, Tschechien oder Bulgarien wollen ihre Atomanlagen sogar noch ausbauen und so langfristig CO2 einsparen. Hier mal ein Überblick. Über 100 Kernreaktoren sind allein in der EU in Betrieb. Ein Viertel aller Reaktoren weltweit. Direkt in der EU-Nachbarschaft gibt es mit Großbritannien noch einen weiteren großen Atomstaat, der, wie auch Frankreich und Russland, sogar Kernwaffen besitzt. In Ungarn, Tschechien, der Slowakei und in der Ukraine stehen 4 der unsichersten Atomkraftwerke des Kontinents. Denn mit 56 laufenden Kernkraftwerken ist Frankreich das größte Atomland der EU. Die beiden kleinsten Atomländer sind Slowenien und Kroatien. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf Frankreich. Die sind die europäische Atomsupermacht und wollen das auch bleiben. Aus vielerlei Gründen. Seine fast 300 Atomraketen und seine Rolle als Atomstromexporteur und Technologielieferant für Atomkraftwerke machen das Land immer noch zu einem der wichtigsten Player in der Welt. Andere Ostblockländer haben schon lange Atomkraftwerke und wollen die auch behalten oder noch ausbauen. Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien etwa. Dass ein Teil der Meiler noch aus den 70er Jahren stammt und nicht allen westlichen Sicherheitsstandards entspricht, egal. Aber auch im Rest der EU sind viele Reaktoren älter als 30 Jahre. Und einige davon, wie etwa das in Slowenien, stehen in Gebieten, die erdbebengefährdet sind. Bei Frankreich ist das eine andere Lage. Die haben 70 Atomkraftwerke in der Größenordnung. Die müssen die in den nächsten Jahren ersetzen, weil die meisten der Anlagen sind 30 oder 40 Jahre alt. Das heißt, hier geht es gar nicht um den Ausbau. Der Kern in den letzten Jahren schon immer die Diskussion gehabt, dass es ganz viele Neubauten gibt. Polen liebäugelt seit 1980 mit einem Kernkraftwerk. Das steht dort noch immer nicht. Und das wird auch in den nächsten 10 Jahren nicht stehen, weil die das gar nicht finanzieren können. Insofern sind das vor allen Dingen Lobbyisten, die einfach jetzt hier die Weichen gestellt haben, dass man einfach mit diesen alten Technologien noch mal in den letzten Jahren richtig Profit machen kann. In Deutschland verstehen viele nicht mehr, was los ist. Und zwar wegen eines neuen EU-Vorschlags. Unter bestimmten Umständen will Brüssel Atomkraft damit jetzt als nachhaltig deklarieren. Denn das ermöglicht dann Subventionen und lockt möglicherweise private Investoren an, die dann ihr Geld in Kernkraftwerke stecken.
Damit läuft man aber jetzt Gefahr, dass man ein falsches Signal sendet, dass man da Investitionen in diese Bereiche hat, dass da sehr viel Geld in diese nicht unbedingt nachhaltigen Bereiche fließen wird und somit der Kuchen für die tatsächlich erneuerbaren Energien oder wie Solarenergie beispielsweise, Windenergie am Ende des Tages kleiner wird. Hintergrund ist die sogenannte Taxonomie. Danach sollen Unternehmen künftig verstärkt in grüne Technologien investieren. Das heißt, das Geld, was ich da investiere, das wird einfach fehlen beim Ausbau erneuerbarer Energien. Und deswegen ist dann durchaus zu befürchten, dass die Energiewende sich dann durch diese Pläne auch verlangsamen wird. Es geht hier ja nicht darum, ob wir jetzt Gas und Atomkraftwerke weiter zulassen oder nicht, sondern es geht darum, bekommen diese das grüne Ökosiegel. Und meine Position ist ganz klar, es darf kein grünes Ökosiegel für die Atomkraft und auch für Gas geben. Es ist so, als wenn man einem Käfigei einen Bio-Stempel draufdrückt. Das heißt nicht, dass die Atomkraft, das Gas weiter, dass die abgeschaltet werden müssen, aber sie sollten eben nicht als grün gelabelt werden. Aber ist diese ganze Debatte nicht vor einem gewissen Hintergrund auch, ich will mal sagen, sinnlos, wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir an Tagen, an denen wir nicht genügend im Sommer zum Beispiel Windkraftstrom erzeugen, dass wir dann zum Teil aus dem Ausland Strom zukaufen müssen, der dann entweder, wenn er aus Polen kommt, aus Kohlekraftwerken stammt oder wenn er aus Frankreich kommt, aus Atomkraftwerken. Das ist doch die Realität, der wir uns stellen müssen. Die Realität ist, dass im Koalitionsvertrag drinsteht, dass wir jetzt massiv in den Ausbau der Erneuerbaren gehen, der Windkraft. 2% der Landesfläche sollen für die Windkraft zur Verfügung gestellt werden. Direkt über nachhaltige Fonds für den Kampf gegen den Klimawandel. Grün. Sondern wir brauchen überwiegend private Investitionen in die richtigen Technologien, in die richtige Infrastruktur, die konsistent ist mit unseren Klimaschutzzielen. Des Atom- und Kohleausstiegs will Deutschland Gas übergangsweise nutzen. Dennoch produziert es nicht genug Strom aus erneuerbaren Energien. Und da will ich gleich nachfragen bei Max Zander, unserem Europakorrespondenten in Brüssel. Max, gilt hier am Ende das Prinzip, eine Hand greenwasht die andere? Also Paris bekommt im Wahlkampf ja grünes Licht für Atomenergie und Deutschland für die Erdgasbrücke? Allerdings kommt die EU-Kommission wohl auch Berlin entgegen mit einem Nachhaltigkeitslabel für Erdgas. Was wir ja sehen, sehr, sehr teuer ist. Und auch da will Deutschland von profitieren, dass man das auch wiederum subventionieren und bezuschussen kann. Und insofern haben wir so linke Hand, rechte Hand Politik. Also wir haben Frankreich, was die Kernenergie hochhält, Deutschland hier Gas. Und deswegen ist das so ein bisschen ein Scheingefecht. Am Ende, denke ich mal, wird man beides durchwinken. Bricht ja auch wirklich fast eine Welt zusammen. Also nach Jahrzehnten der Anti-Atom-Bewegung wird diese Energie jetzt mit Segen aus Brüssel für grün erklärt und finanziell attraktiv gemacht. Man könnte andererseits auch sagen, endlich mal Realpolitik, oder? Deutschlands Politikerinnen und Politiker wollen allerdings einen besonders schnellen Atomausstieg. Das ist längst beschlossene Sache seit dem Atomunglück 2011 in Fukushima. Noch deutlichere Worte aus Berlin. Die Bundesrepublik Deutschland lehnt die friedliche Nutzung der Atomenergie ab. Gerade haben wir zum Jahreswechsel 3 Atomkraftwerke abgeschaltet. 3 weitere verbleiben bis Ende dieses Jahres noch am Netz, um dann abgeschaltet zu werden. Damit haben wir dann den Atomausstieg in Deutschland erreicht. Wir halten die Atomtechnologie für gefährlich. Wir halten die Müllproblematik weiterhin für ungeklärt. Die EU-Kommission will also Atomkraftwerke künftig als klimafreundlich einstufen lassen. Wie hoch ist Ihr Puls geschossen, als Sie das gehört haben? Ja, der war schon ziemlich hoch, obwohl die Pläne ja um kurz vor 12 an Silvester kamen. Also man sieht, dass die EU-Kommission, der das selbst peinlich war und sie es eigentlich verstecken wollte, das hat allerdings nicht geklappt. Am Ende läuft es ja immer irgendwo auf einen Kompromiss hinaus. Wäre denn das Längerlaufen der letzten 3 Atomkraftwerke hier in Deutschland für ein paar Jahre ein denkbares Szenario, sozusagen als Übergangs- oder Brückentechnologie, bis dann wirklich Windkrafträder und Solarzellen alles alleine schaffen? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das will niemand. Das will auch in Deutschland niemand. Das wollen auch die Betreiber selbst nicht. Die haben jetzt
lange damit geplant, die Kraftwerke abzuschalten. Die EU-Kommission hat den Vorschlag gemacht, Atomkraft und Erdgas als nachhaltig einzustufen. Ich halte das, was die Atomkraft anbetrifft, für grundfalsch und was Erdgas anbetrifft, für fragwürdig. Ja, beides existiert ja nicht. Es gibt diese Atomreaktoren neuen Types nicht. Sie würden das Risiko im Übrigen eher in die Fläche verteilen, weil man dann viel mehr bauen müsste, als das bisher der Fall gewesen ist. Und ein funktionierendes Endlager gibt es nicht. Die Frage der Betriebssicherheit, die sich ja auch bei den laufenden Reaktoren an verschiedenen Stellen, auch in Frankreich, immer wieder stellen. Die Frage von Proliferation, also wirklich enorme Sicherheitsrisiken. Das ist Atom. Und beim Gas, was ja insbesondere die deutsche Bundesregierung, noch die alte, die sich die Einstufung neuer Gaskraftwerke als nachhaltig ja explizit gewünscht hat. Jetzt hat der Bundeskanzler, ihr Chef Olaf Scholz, gesagt, er unterstützt das weiterhin. Ihr Regierungskollege, Bundesfinanzminister Christian Lindner, der hat heute noch mal der Süddeutschen Zeitung gesagt, er findet das auch okay, Deutsch. Haben Sie da schon den ersten Konflikt mit Ihrem Chef und Ihrem Finanzminister? Nein, da muss ich Sie enttäuschen, wenn Sie darauf gehofft haben. Auch ich bin der Meinung, dass wir auf Erdgas nicht kurzfristig verzichten können, sondern dass es noch einen gewissen Zeitraum braucht, um Erdgas zu nutzen. Ob man es deshalb in der Taxonomie als nachhaltig hätte einstufen müssen, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Wir wissen, dass wir auch perspektivisch auf Erdgas komplett verzichten müssen oder bis auf einige ganz wenige Anwendungen verzichten müssen, um die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten. Und deshalb an beiden Stellen nicht notwendig, wenn auch Erdgas noch eine Zeit lang genutzt werden wird. Irgendwie Greenwashing möglich gemacht wird durch diese neue Taxonomie. Indem eben plötzlich es Anreize gibt, mehr in Atomenergie und mehr in fossiles Gas zu investieren und damit tatsächlich die Energiewende aufzuhalten und zu blockieren. Umweltverbände sind schockiert, logisch. Aber auch Österreichs Regierung, Deutschlands Umweltministerin und noch einige andere haben mehrfach gegen die Neubewertung der EU von Atomkraft als grün protestiert. Andere sagen, der mögliche Beitrag der Kernenergie wird überschätzt. Die Bauzeiten von neuen Kraftwerken, die sich im Bereich von 10 bis 20 Jahren zum Beispiel sind, zeigen, dass das kein relevanter Bestandteil der Energiewende sein kann. Denn gleichzeitig müssen wir in dem Zeitraum ja schon komplett raus aus Kohle, Öl und Gas als fossile Energieträger und stattdessen lieber jetzt anfangen, die erneuerbaren Energien auszubauen. Andere Forscher etwa von Scientists for Future warnen eindringlich vor den Risiken. Allein der Fakt, dass solche schlimmen Unfälle überhaupt passieren können, macht Atomkraft ein bisschen unsexy. Mit den radioaktiven Abfällen müssten sich noch Tausende von Generationen im Zweifelsfall beschäftigen und es gibt bisher keine einzige Möglichkeit, sie sicher zu lagern. Das würden jetzt nicht alle direkt so unterschreiben. Wir erleben einen Etikettenschwindel, wir erleben... Denn die Finnen haben da gerade was gemacht, für das sie von vielen anderen Atomstaaten beneidet werden. Als einziges EU-Land haben sie ein Endlager auf der Atominsel Olkiluoto gebaut. Tief unter der Erde soll der radioaktive Müll in Granitgestein eingelagert werden. Auf dem Atommüll werden wir noch 1 Million Jahre sitzen bleiben, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Nachkommen. Deswegen ist der Vorschlag, den die Europäische Kommission gemacht hat, vor allem mit Blick auf Atom, falsch. Das ist ja auch das, was Österreich zum Beispiel kritisiert. Österreich und Luxemburg wollen gegen die Pläne klagen, wenn sie denn so durchgesetzt werden. Wie aussichtsreich ist es, gegen die Vorschläge der EU-Kommission zu protestieren? Das hat vor allem Signalwirkung, ob das tatsächlich am Ende was bringt, das bleibt abzuwarten. Österreich hat ein Rechtsgutachten erarbeitet. Darin werden mehrere Punkte angebracht, unter anderem der Abbau von Uran, der nötig ist, um ein Atomkraftwerk zu betreiben, was sehr schlecht ist für die Umwelt und was von der Kommission auch für dieses grüne Label ausgeklammert wurde. Aber am Ende des Tages für diesen juristischen Prozess macht das keinen großen Unterschied, denn am Ende des Tages bei einer Klage würde es darum gehen, hat die EU-Kommission den Kompetenzbereich überschritten oder nicht? Das hat sie sehr wahrscheinlich nach nicht. Und die einzige Möglichkeit, diese EU-Taxonomie aufzuhalten, wäre, dass sich dann jetzt eine große qualifizierte Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten oder der EU-Parlamentarier dagegen in einem Veto aussprechen. Und das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Doch die Mehrheit der EU-Staaten ist ja offenbar dafür. Müssen Sie dem Vorhaben also machtlos zusehen? Das Europaparlament
kann diesen Vorschlag auch ablehnen, genauso wie die Mitgliedstaaten. Es gibt eine Anzahl erheblicher Mitgliedstaaten, die gegen die Atomkraft sind. Aber wie ist denn da die Position im EU-Parlament? Die Grünen stellen ja nicht die Mehrheit. Können Sie da entsprechend viele Abgeordnete auf Ihre Seite ziehen? Also es gibt eine kritische Haltung vieler gegenüber der Atomkraft. Atomkraft hat einen sehr schlechten Ruf und Bill Gates, der will das ändern. Seine Firma TerraPower arbeitet an einer neuen Form von Atomkraftwerken, die komplett CO2-frei sind, dabei sicher und weniger Atommüll produzieren. Also wäre Bill Gates neue Atomkraft erstens viel sicherer, weil es könnte halt nicht atomwaffenfähiges Material entstehen. Zweitens viel günstiger, weil Anlagen bis zu 100 Jahre ohne neue Zugabe von Rohstoffen laufen könnten und man ja auch erstmal unglaublich viel Material verbrauchen könnte, das bereits in alten AKWs und Endlagern vor sich hingammelt. Aber es gibt natürlich auch Befürworter von Atomkraft in der EU und zwar gar nicht mal so wenige. Wir brauchen eigentlich jedes einzelne Megawatt, was irgendwie CO2-arm produziert wird und dieses Signal würde eigentlich bedeuten, lass die AKWs am Netz. Was stimmt ist, je länger man bestehende Kernkraftwerke am Netz lässt, desto später fallen die CO2-Emissionen für den Rückbau der Kraftwerke ins Gewicht. Vermeiden lassen sie sich aber nicht. Doch in einem Übergangszeitraum, in dem erneuerbare Stromerzeuger noch in der Ausbauphase sind, können bestehende Kernkraftwerke Strom vergleichsweise CO2-arm zur Verfügung stellen. Deutschland verbrennt die Kernenergie hinter sich ohne Not. Das ist halt das Schlimme. Ohne Not. Und man hätte diese Kernkraftwerke ganz nötig gebraucht, um die CO2-Bilanz runterzudrücken. Und in der Zeit hätte man sich sozusagen Zeit gekauft, um die Erneuerbaren weiter voranzutreiben. Was man stattdessen gemacht hat, ist, so Blockadenarrative in die Welt zu setzen, dass die Kernenergie dann Investitionen auffressen würde, die man aber für die Erneuerbaren bräuchte, oder dass sie überhaupt das Netz blockierte für den erneuerbaren Strom. Und da muss ich sagen, also unter dem Klimaziel ist so eine Haltung wirklich völliger Humbug. Anstelle von Tschernobyl und Fukushima, da so eine Anlage wie Isar 2 oder Grunde gestanden, dann würden wir wahrscheinlich die Ortsnamen Tschernobyl und Fukushima gar nicht kennen. Das fängt an schon mit der Auslegung. Die deutschen Anlagen, die jetzt noch am Netz sind oder bis vor kurzem waren, die mussten halt den Nachweis führen, dass sie für das 10.000-jährige maximale Hochwasser ausgelegt sind. Das hier sind die Ergebnisse einer Studie des atomkritischen WISE-Instituts. Selbst hiernach liegt Atomstrom in der CO2-Bilanz deutlich vor Strom aus Braun- und sogar Steinkohlekraftwerken. Berücksichtigt ist dabei übrigens immer der ganze Lebenszyklus des Atomstroms. Also auch, dass das Kraftwerk auf- und wieder abgebaut werden muss und dass das nötige Uran irgendwo abgebaut, zu Brennelementen verarbeitet, angeliefert und gelagert werden muss. Aus Sonne und Windkraft schneiden aber noch besser ab. Dafür stehen sie nicht ständig zur Verfügung. Die konstante Verfügbarkeit und die vergleichsweise gute CO2-Bilanz des Atomstroms sind deswegen zwei gute Argumente, Kernkraft als grüner einzuschätzen, zumindest als Kohle. Darum noch ist Kernkraft also nicht verzichtbar, zumindest europaweit gesehen. Aber auch einige Kernkraftbefürworter bezeichnen sie inzwischen nur noch als Brückentechnologie. Niemand wird in Deutschland, ich höre niemanden jetzt ernsthaft, sagen, nur weil die Europäische Kommission Atomkraft als grün klassifiziert, müssen wir jetzt in Deutschland diese Debatte um den Atomausstieg nochmal aufmachen. Nein, also diese Debatte in Deutschland ist absolut gelaufen und dass die Kommission jetzt diese Listung von Atomkraft als grün überlegt, das ändert doch an der deutschen Einschätzung und Haltung zur Atomenergie nichts. Ob es für Europas CO2-Bilanz die richtige Entscheidung war, in Deutschland zuerst die Atomkraftwerke abzuschalten und sich dann um die Kohlekraftwerke und Energiespeicher